Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, mit welchen Tricks die Öffentlich-Rechtlichen die AfD in der Berliner Runde benachteiligt haben. Die AfD wurde diesmal systematisch weniger eingeblendet. Nachdem man es im letzten Jahr vor allen Dingen mit Krawall gegen die AfD versucht hat. Seit einem Jahr fährt man eine etwas andere Strategie. Die Öffentlich-Rechtlichen wissen, der Ruf der AfD ist ruiniert. Jörg Meuthen hat mit seinen Aktionen und vor allen Dingen auch diese katastrophale Aktion, den Flügel aufzulösen, was wie eine Flucht vor dem Verfassungsschutz gewirkt hat. Die Öffentlich-Rechtlichen wissen, der Ruf ist ruiniert bei vielen Wählern. Und jetzt geht es darum, die AfD vergessen zu machen. Die Leute sollen sich gar nicht mehr damit auseinandersetzen, damit sie nicht irgendwie auf dumme Gedanken kommen, sozusagen. Sie wollen den Status quo aufrechterhalten, weil sie sehen, die Leute, die YouTube konsumieren, die haben sie verloren, da kommen sie nicht hin. Jetzt wollen sie den Rest der Bevölkerung sozusagen einschläfern bis zur Bundestagswahl. Außerdem wissen sie, dass das Verhalten von Angela Merkel oder Kretschmann, dieses Konservative, dass es besser ankommt bei weiten Teilen der Bevölkerung als dieses Krawallmäßige von den Grünen früher. Wie benachteiligen Sie jetzt also die AfD, wenn Sie selber ganz ruhig und nett rüberkommen wollen? Der Tonfall insgesamt in der Berliner Runde, aber generell, ist extrem nett sozusagen. Und die AfD wird einfach ausgeschwiegen oder für sie findet man nicht ganz so nette Worte, sodass sich die AfD nicht beschweren kann. Und die AfD wird nicht in Talkshows eingeladen und sie wird einfach ausgeblendet, wie wir jetzt gleich sehen werden. Ich habe also diese Berliner Runde geguckt und dann ist es mir aufgefallen. Der Kameraschwenk, er fängt nicht bei Baumann an und geht dann ringsrum, sondern er fängt immer bei der SPD an oder bei den Linken. Die Linken werden auch so ein bisschen benachteiligt. Sie kommen aber noch etwas besser weg als die AfD. Man muss jetzt wissen, die Runde ist so angeordnet, dass ganz links außen sitzt Wissing von der FDP und ganz rechts sitzt Baumann. Und CDU, SPD, Grüne, die sitzen dazwischen. Jetzt kann man sagen, okay, dass Bernd Baumann weniger eingeblendet wird, es ist normal, ja, er sitzt ganz außen und das ist halt Pech sozusagen. Es ist halt Zufall, dass Baumann ganz außen hingesetzt wurde. Und ja, das ist halt klar, dass die jetzt in der Mitte, dass die ein bisschen häufiger vorkommen. Es ist halt jetzt, es kann nicht jeder in der Mitte sitzen. Es fällt aber auf, dass Wissing deutlich länger gezeigt wird als Baumann. Und vor allen Dingen ist es so, dass wenn die Kamera von rechts schwenkt, es nicht bei Baumann angefangen wird, sondern es wie gesagt immer bei der SPD oder bei den Linken angefangen wird. Jetzt ist das Problem, jetzt kann man das sagen, und dann sagen die ARD oder ZDF sagen, ja, aber das ist doch gar nicht so gravierend, das ist vielleicht nur ein bisschen, das ist reiner Zufall, oder das ist überhaupt nicht so und das bilden wir uns ein und das stimmt gar nicht. Und aus dem Grund habe ich mir gedacht, jetzt lasse ich mal einen Zeitzähler mitlaufen. Und deswegen habe ich es jetzt so gemacht, ich habe also einen Zeitzähler für die gesamte Sendung mitlaufen lassen. Dann habe ich einen Zeitzähler für Baumann mitlaufen lassen. Also nicht wie lange er spricht, sondern wie lange er zu sehen ist in der Kamera. Und weil man das dann auch nicht so richtig einordnen kann, weil wenn nur Baumann gezählt wird und die anderen nicht, habe ich mir gedacht, okay, dann nehmen wir doch die andere Seite. Nehmen wir Wissing und zählen da auch mit. Dann gucken wir doch mal, was am Ende rauskommt. Am Ende ist es so, dass Wissing zwar nicht doppelt so lang drankommt wie Baumann, aber doch signifikant länger. Und dieser Wert täuscht ein bisschen, weil es kommt ja auch die Anzahl an. Und es ist, wie gesagt, so, die ganzen Kameraeinblendungen, sie fangen nicht bei Baumann an, sozusagen an. Wissing wird man, er wird viel öfter gezeigt, bei dem, auch wenn er kurz gezeigt wird, wird er viel öfter gezeigt als Baumann. Die Redezeit ist wahrscheinlich, ich habe jetzt die Redezeit nicht gezählt, also Baumann kommt natürlich als letztes dran auch. Also er kommt erst nach einer Viertelstunde dran, wenn wahrscheinlich die ganzen Leute schon ermüdet abgeschaltet haben und nicht mehr aufpassen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie der Verlauf ist, ob jetzt die Leute zuschalten, aber ich vermute mal eher, dass die Leute eher weniger werden, je länger die Sendung geht, als dass es mehr werden, je länger die Sendung geht. Dass Baumann als letztes dran kam, ist auch ein Stigma, weil das nehmen die Leute natürlich wahr. Warum kommt die AfD als letztes, wenn sie in Baden-Württemberg drittstärkste Partei war? Und wenn sie in Rheinland-Pfalz auch stark war, auf keinen Fall die schwächste Partei. Und sie auch im Bundestag die drittstärkste Partei sind.
Sie kommen in der Talkshow immer als Letztes dran. Das ist auch ein Stigma. Jetzt im Folgenden die Sendung beschleunigt, dass man so eine Übersicht bekommt, wie die Kameraführung ist. Und dann die Sendung in voller Länge mit den Zeitzählern. Da könnt ihr dann hin und her klicken und könnt euch selbst ein Bild machen. Ihr könnt ja schreiben, was euch noch aufgefallen ist, was ich jetzt nicht gesehen habe und was sonst so zu der Sendung zu sagen ist. Ein Video mit den Statements von Baumann und was so meine Meinung dazu ist, folgt noch. Macht's gut. Studio mit dem nötigen Abstand. Ich darf Ihnen unsere Gäste in alphabetischer Reihenfolge vorstellen. Bernd Baumann, parlamentarischer Geschäftsführer der AfD. Markus Blume, Generalsekretär der CSU. Britta Hasselmann, parlamentarische Geschäftsführerin von Bündnis 90 Die Grünen. Lars Klingbeil, Generalsekretär der SPD. Jörg Schindler, Bundesgeschäftsführer der Partei Die Linke. Volker Wissing, Generalsekretär der FDP und Paul Ziemiak, Generalsekretär der CDU. Ich heiße Sie alle herzlich willkommen an diesem spannenden und nur ersten Wahlabend von vielen in diesem Jahr. Frau Hasselmann, ich darf mit Ihnen beginnen. Der Bundesgeschäftsführer Ihrer Partei hat seine Teilnahme an Sie abgetreten, damit wir hier keine reine Herrenrunde sind. Weitergedacht kann das aber ja nur bedeuten, dass die Kanzlerkandidatinnenfrage Ihrer Partei entschieden ist. Denn die bisherigen Kanzlerkandidaten sind ja alles Männer. Das heißt, es wird bei Ihnen Frau Baerbock. Es zeichnet Michael Kellner aus und es zeigt und unterstreicht einfach nochmal, was der Gedanke von Teamwork bei Bündnis 90 Die Grünen bedeutet. Und Robert Habeck und Annalena Baerbock werden in Kürze entschieden haben, wer von ihnen
für die Kanzlerkandidatur zur Verfügung steht. Und ich freue mich darauf, wenn wir das dann alle erfahren. Aber noch mal in der Logik glaube, und da bin ich mir ganz sicher, Sie werden das als Teamleistung entscheiden. Das heißt auch als Team antreten, als Kandidaten. In der Logik muss es eine Frau sein. Ein Blick in unser Grundgesetz und die Ausgangsbedingungen zeigt ganz deutlich, dass eine Person Bundeskanzlerin oder Kanzler wird. Und deshalb seien Sie versichert, Annalena Baerbock und Robert Habeck werden als Team gemeinsam entscheiden, wer die Kandidatur antritt. Also ich halte fest, Sie beantworten die Frage nicht, aber die Logik bleibt in Ihrer Partei, so wie die Frage es ausgedrückt hat. Herr Ziemiak, bleiben wir noch kurz bei der Frage der Kanzlerkandidaten. Die Ergebnisse in beiden Ländern sind ja die schlechtesten überhaupt für die CDU. Auch im Bund gehen die Werte deutlich runter und die Ära, das Ende der Ära Merkel ist ja noch gar nicht eingepreist für Sie. Man konnte bei beiden Wahlen jetzt sehen, dass sehr stark auf die Persönlichkeiten ankamen an der Spitze. Im Vergleich zu Armin Laschet sagen doppelt so viele Wähler, Markus Söder sei geeignet als Kanzler. Welche Rolle spielt dieser Faktor nach dem heutigen Tag für die Unionsentscheidung? Also zunächst einmal, es ist so, heute ist kein schöner Wahlabend für die Union. Ich gratuliere auch Malu Dreyer und vor allem Winfried Kretschmann. Das ist sein persönlicher Erfolg in Baden-Württemberg. Aber Sie haben es gerade in den Zahlen ja auch belegt im ZDF. Zwei Drittel der Wählerinnen und Wähler haben gesagt, es geht vor allem um die Landespolitik. Und es ging auch bei diesen Wahlen um Landespolitik. Und jetzt geht es ab morgen nicht nur mit dem Rückblick Analyse der Wahlen, sondern vor allem, wie können wir das Management der Corona-Pandemie besser machen. Darum wird es gehen. Und dann zwischen Ostern und Pfingsten werden wir dann entscheiden über die Frage der Kanzlerkandidatur. Die spielt jetzt heute Abend keine Rolle. Aber nochmal, dennoch, die Systematik ist ja, starke Persönlichkeiten haben diese Wahlen gewonnen. Was bedeutet das für Ihre Auswahl? Das bedeutet, dass alles zusammenpassen muss. Es bedeutet, dass wir die richtige Person brauchen. Wir brauchen aber auch ein starkes Programm und eine geschlossene Partei. Und darüber sprechen wir gerade, wenn es um die Frage des Regierungsprogramms geht und dann zu gegebener Zeit um Personen. Herr Blume, wenn der CDU-Vorsitzende fordert, dass ein Bundestagsmandat Voraussetzung sei für die Kanzlerkandidatur, dann schlägt er doch hörbar die Kanzlertüre vor Ihrem Chef zu. Oder würde sich der bayerische Ministerpräsident um ein Mandat bewerben? Also ganz ehrlich, ich habe nicht den Eindruck, dass heute Abend an diesem Wahlsonntag auch in den Wahlurnen die Kanzlerkandidatenfragen der Parteien verhandelt wurden, sondern da wurde bestimmt, wer diese Länder in die nächste Wahlperiode führen soll. Ich kann mich nur Paul Ziemiak anschließen. Für uns muss dieser Wahlabend als Union natürlich schon ein Weckruf sein, weil wir merken, dass da auch bundespolitische Dinge eine Rolle gespielt haben. Verfehlungen einzelner, aber auch ganz klar Fehler, die in den letzten Wochen gemacht wurden. Wir müssen das aufarbeiten, wir müssen das abstellen, was nicht ordentlich gelaufen ist, und müssen uns dann auf die Regierungsarbeit konzentrieren. Denn gemeinsam mit der SPD schulden wir dem Land ja etwas. Wir sind ja noch nicht über den Berg mit der Corona-Krise. Und jeder, der glaubt, der kann jetzt die nächste Ausfahrt wie die SPD nehmen in Richtung Wahlkampf, der macht einen schweren Fehler, der versündigt sich daran, weil wir die großen Aufgaben tatsächlich noch vor uns haben. Es geht uns, ich sage das auch als CSU ganz deutlich, manches nicht schnell genug, nicht engagiert genug. Da müssen wir wieder in die Erfolgsspur finden, die wir im letzten Jahr gemeinsam eingeschlagen haben. Wir kommen auf die Themen gleich noch. Ich würde gerne aber noch mal auch bei der aufgeworfenen Frage der Koalitionsmöglichkeiten bleiben. Herr Klingbeil, bisher sind ja viele im Bund ausgegangen von einer schwarz-grünen Option als künftige Regierungskoalition. Jetzt könnte es in Baden-Württemberg und ja auch erneut in Rheinland-Pfalz zu Ampeln kommen. Im Bund ist es so, dass die Zahlen dafür noch nicht reichen. Wenn es aber so wäre und die Grünen sind vor Ihnen, können Sie sich eine Ampelkoalition mit den Grünen im Fahrersitz vorstellen? Also da sind mir zu viele Wenns drin in dieser Frage. Das, was der heutige Abend zeigt, und ich stimme den Kollegen zu, das sind erstmal Landtagswahlen, das sind Entscheidungen, wie es in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz weitergeht. Aber was der Abend doch deutlich zeigt, ist, dass Mehrheiten ohne die Konservativen in diesem Land möglich sind. Und das, finde ich, ist auch ein Signal für den Bund. Jetzt ist die Bundestagswahl in einem halben Jahr. Wir haben alle gesehen, was für Bewegung drin ist. Ich meine, die Union war vor kurzem noch bei 40% knapp in den Umfragen im Bund. Jetzt sind sie eher an 30 dran. Wir werden das bei anderen Parteien auch erleben, dass da Veränderung da ist. Und jetzt lassen Sie uns mal das nächste halbe Jahr einfach gucken, wie sich das für Bundestagswahl entwickelt.
Das Signal, es geht ohne die Union, das ist heute deutlich geworden. Und ich werde dafür kämpfen, zusammen mit Olaf Scholz, mit anderen, dass die SPD am Ende vorne steht. Das ist mein Anspruch. Also ich glaube wirklich dran, dass da noch ganz viel Bewegung ist. Und das halbe Jahr haben wir jetzt Zeit aufzuholen. Aber ganz ehrlich, das muss ich kurz sagen, Lars Kling, weil ich höre das den ganzen Abend. Es gibt jetzt in Deutschland Mehrheiten jenseits der Union. Dann müsst ihr mal sagen, wo die liegen sollen, mit wem ihr dann nach der Wahl gerne regieren wollt. Bisher haben wir den Eindruck, ihr wollt gar nicht regieren. Und wenn ich eins noch sagen darf, der heutige Tag mit zweimal SPD-Verlusten, auch vom Ergebnis her, habe ich jetzt nicht als totales Bewerbungsprogramm für Olaf Scholz' Kanzlerkandidatur erlebt. Aus einem Wahlergebnis in Baden-Württemberg von knapp oberhalb von 10% einen Anspruch für eine Kanzlerkandidatur abzuleiten, ist schon etwas dick aufgetragen. Also ich muss ja darauf antworten. Ja. Ich verstehe die Nervosität, Markus, total die da entspannt. Ist. Ich verstehe total sie. Entspannt. Und dass man dann als Generalsekretär auf Attacke gehen muss, das verstehe ich auch. Aber deutlich ist doch in beiden Ländern geworden, man braucht die Union nicht. Ich meine, das zeigt der Abend. Es geht mit FDP, mit Grünen, da sind Mehrheiten da. In Baden-Württemberg wird das Herr Kretschmann jetzt entscheiden, ob er weiter mit einer doch inhaltsleeren, auch ein bisschen der Puste ausgegangenen Union weiter regieren will oder ob er bereit ist, mit FDP und SPD eine dann neue Regierung zu bilden. Dann fragen wir mal die möglicherweise nötigen. Das geht, ist doch heute klar geworden. Ich verstehe, Wissing, dass es wehtut, aber sehen muss man das. Herr Wissing, Sie werden zitiert mit dem Satz, die CDU ist nicht länger unser natürlicher Koalitionspartner. Heißt das für Sie, eine Ampel ist für die FDP nicht nur vorstellbar, sondern erstrebenswert? Wir regieren seit 5 Jahren erfolgreich in einer Ampel in Rheinland-Pfalz und die ist ja augenscheinlich oder wahrscheinlich heute Abend wird sie auch bestätigt werden. Das zeigt, dass die FDP in einem Ampelbündnis konstruktiv mitgestalten kann und Rheinland-Pfalz hat das gut getan. Jetzt wird man sehen, wie das sich in Baden-Württemberg entwickelt. Ich halte aber nichts davon, das jetzt als Blaupause für den Bund zu nehmen. So einfach ist das nicht. Wenn ich gesagt habe, die CDU ist nicht unser natürlicher Koalitionspartner, dann wollte ich damit zum Ausdruck bringen, dass wir als Freie Demokraten in der Lage sind, auch unsere politischen Inhalte mit anderen Partnern umzusetzen. Natürlich gibt es Schnittmengen mit der Union. Aber es ist nicht so, dass nur die Zusammenarbeit zwischen der Union und der FDP möglich ist. In Nordrhein-Westfalen beispielsweise klappt das sehr gut. Wir regieren auch in einem Jamaika-Bündnis in Schleswig-Holstein. Aber es hängt immer davon ab, kann man sich auf Augenhöhe begegnen und wollen die Partner freiheitliche Inhalte in ihr Regierungsprogramm übernehmen. Wenn das der Fall ist, sind wir gesprächsbereit. Und für mich persönlich war das in Rheinland-Pfalz wichtig, auch heute Abend wichtig, weil ich der eigenen Partei damit ein Stück Freiheit auch miterkämpft habe. Die SPD hat ja schon einen Entwurf eines Wahlprogramms vorgelegt. Da sind ja Elemente drin, die jetzt nicht so richtig FDP-kompatibel Nein, also sind. Vermögenssteuer. Und mit der FDP wird es auch, das weiß ja jeder, keinen Linksruck geben in Deutschland. Wir werden weder eine Vermögenssteuer noch eine Einheitskrankenversicherung umsetzen. Das ist glasklar. Aber es ist ja auch nicht so, dass wenn Partner miteinander ein Bündnis eingehen, dass jeder sein volles Wahlprogramm umsetzen kann. Das wäre mir neu, dass sowas möglich ist. Und insofern weiß jeder, wenn er von einer Ampel redet, dass das nicht rot-grüne Politik sein kann. Das hätte die FDP nie gemacht und würde sie auch in Zukunft nicht tun. Und es gibt viele Überschneidungen zwischen Sozialdemokraten und Grünen, die für uns nicht mitgehbar sind. Und solche Dinge würden sich dann auch in einem Regierungsprogramm nicht finden. Aber nochmal, jetzt von diesen Wahlergebnissen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz auf die künftige Bundesregierung zu schließen, halte ich für reichlich verfrüht. Ich glaube, dass ganz viele Menschen kein Interesse an dieser Art der ritualisierten Auseinandersetzung haben, um das mal ganz klar zu sagen am heutigen Abend. Erstmal gucke ich mit Blick auf Baden-Württemberg und auch mit Blick auf Rheinland-Pfalz auf die vielen Menschen, die an dieser Landtagswahl teilgenommen haben in beiden Bundesländern. Ich finde, dass wir Grüne sehr stark abgeschlossen haben mit Winfried Kretschmann an der Spitze und auch mit Anne Spiegel. Und die Menschen interessiert doch als allererstes Mal, was haben denn die Parteien angeboten inhaltlich? Gab es den Wunsch, konzeptionell und inhaltlich Themen, Vorstellungen für das jeweilige Land anzubieten? Und wenn wir die Nachwahlbefragung ansehen, dann war Klimaschutz, dann war Innovation, dann war auch soziale Sicherheit ein ganz großes Thema. Und hier haben Grüne Angebote gemacht. Und da geht es, glaube ich, bei Menschen dann nicht darum, ob sie jetzt in irgendwelchen Bündnissen oder Konstellationen denken und Farbenspiele für den 26. September entwickeln. Winfried Kretschmann hat einen wahnsinnigen Zuspruch bekommen von den Menschen im Land
Und dafür bin ich total dankbar. Und ich glaube, er hat das auch unter Beweis gestellt, dass mit den Grünen zusammen er das Land verändern will. Und Anne Spiegel hat ihren Anteil daran in Rheinland-Pfalz gehabt. Aber und da ging es doch um Inhalte. Ich würde jetzt gerne zu unserem Der Punkt ist ja wichtig. Es war eine Wahl. Winfried Kretschmann hat die Menschen begeistert in Baden-Württemberg. Eine hohe Zufriedenheit mit der bisherigen Landesregierung. Aber dieses Ergebnis, das zeigt ja der Unterschied auch des grünen Ergebnisses zwischen Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Sie haben zugewonnen, aber das tolle Ergebnis von Winfried Kretschmann hat nichts mit den Grünen, auch mit grüner Politik in ganz Deutschland zu tun. Jedenfalls, das ist, glaube ich, allen klar. Mit seiner spezifischen. Herr Schindler, die Linken haben ja in beiden Landtagen, stellt sich die Koalitionsfrage nicht, weil sie erneut nicht vertreten sind. Mich würde interessieren, ob die Linke sich mit Stichwort Außen- und Sicherheitspolitik regierungsfähig machen wird. Sehen Sie bei den beiden neuen Parteichefinnen, dass sie diese Hürde nehmen werden? Selbstverständlich. Das ist doch gar nicht die Frage. Es geht doch um Inhalte. Und vor diesem Punkt sollten wir doch mal schauen, was hat diese Wahl heute Abend gezeigt, und zwar in den beiden Bundesländern. Sie hat gezeigt, in beiden Bundesländern hat die CDU eine Quittung bekommen für die Corona-Politik nicht nur der letzten Wochen, sondern auch der letzten Monate. Natürlich ist die CDU nicht verantwortlich für die Pandemie, das ist doch völlig klar. Aber sie ist verantwortlich für diese Untätigkeit. Es gibt keine Teststrategie, es gibt keinen sozialen Ausgleich für die Dinge, die in der Corona-Pandemie dazu geführt haben, dass Leute weniger Einkommen haben, ganz viele, und einige wenige mehr Einkommen erhalten haben. Und es gibt auch keinen Ansatz dafür, die Infrastruktur in unserer Gesellschaft pandemiefest zu machen. Es wurden Pflegerinnen und Pfleger wurden beklatscht, aber mehr Geld gab es nicht. Und diese Punkte sind heute auch mit einer Quittung versehen worden. Ich will vielleicht bei Lars Klingbeil nochmal anknüpfen, weil wenn er sagt, wir wollen Mehrheiten ohne die CDU schaffen, dann sind das natürlich auch verändernde inhaltliche Punkte. Dann sind das Fragen, wie wir zum Beispiel die Infrastruktur ausbauen, wie wir die Gesundheitsämter ausbauen, wie wir die Schließung von Krankenhäusern in Zukunft verhindern. Das wird aber, lieber Lars Klingbeil, ich bin mir sicher, nicht mit der FDP Volker Wissing gelingen. Eine Vermögensteuer einzuführen, wird mit der FDP nicht gelingen. Das wird nur mit einem wirklich veränderten inhaltlichen Angebot gelingen. Ich nehme sehr wohl wahr, dass auch ihr jetzt ja die Vermögenssteuer fordert. Wir fordern die schon lange, aber das braucht eben auch verändernde Mehrheiten im Bund. Ich würde gerne jetzt die Runde noch zu Ende machen, Herr Baumann. Wenn man sich Ihren jüngsten Parteitag anschaut, dann ist die AfD ja nicht einmal innerparteilich koalitionsfähig. Haben sich für Sie bei den Landtagswahlen, war das der Preis für die Flügelkämpfe? Meinen Sie jetzt den Berliner Parteitag? Der ist sehr gut ausgegangen. Frau Brinker ist Spitzenkandidatin. Das ist eine ausgewiesene AfD, sowohl liberale als auch konservative Vertreterin. Was wir heute Abend hier sozusagen deutlich sehen, ist: Es gibt eine deutliche Mehrheit in der Bundesrepublik, auch in den beiden Ländern, jenseits von links, grün, bunt. Das heißt, die konservativen und liberalen Parteien hätten eine Mehrheit, auch in diesen beiden Ländern. Die AfD hat an die 9-12% in beiden Ländern. Das ist ein stabiles Ergebnis. Das waren ja alles Neulinge, die in die Parlamente eingezogen sind. Das ist sehr gut. Wir sind stärker als die Grünen in Rheinland-Pfalz. Wir sind stärker als die SPD, nach ihren ZDF-Vorhersagen als die SPD. Und was ganz deutlich als Signal für die Bundestagswahl abzulesen ist, ist Folgendes, dass die CDU, wenn sie sich mit den Grünen ins Bett legt, mit den Grünen Koalitionen macht, grüne Themen aufgreift, dann geht sie unter. Dann macht sie die Grünen stark. Die CDU hatte 2011 39% noch in Baden-Württemberg, die Grünen 24. Heute ist es umgekehrt. Das ist ein Desaster. Wer in der Bundestagswahl CDU wählt, wählt die Grünen, wählt noch offenere Grenzen, wählt noch fremderes Multikulti, wählt Eigenheimverbote, Gender-Gaga, das müssen die Bürger und die Wähler draußen wissen. Das ist das Signal des heutigen Abends. Ja, diese spalterischen Thesen, die Sie jetzt gerade auch schon mal nochmal aufgeführt haben. Das sind die Zahlen. Nein, darauf brauchen wir auch gar nicht einzugehen. Was mich verwundert, deswegen verstehe ich die gute Laune von Lars Klingbeil überhaupt nicht, dass die SPD in Baden-Württemberg noch hinter Leuten von der AfD liegt. Das ist wirklich dramatisch. Und bei aller Konkurrenz macht mir das wirklich Sorgen, dass die
ehemalige alte große Volkspartei in so einem Bundesland wie Baden-Württemberg noch hinter der AfD liegt. Aber sie haben verloren. Sie die AfD hat verloren und das ist schon mal ein gutes Zeichen. Denn obwohl der Wahlkampf sehr digital geführt wurde, wo viel Platz ist auch übrigens für Hass und Hetze, die AfD verliert und die Menschen wenden sich nicht diesen spalterischen Thesen zu. Insofern brauche ich darauf jetzt nicht weiter einzugehen. Am dramatischsten haben Sie verloren. Das sind so der Wahlverlierer des Abends schlechthin. Und was den Wahlkampf angeht, wenn ich das noch sagen darf, gab es kaum einen Infostand der AfD in den beiden Bundesländern, der nicht angegriffen wurde, wo Leute verletzt wurden, die sogar ins Krankenhaus gekommen sind. Also das war ein Wahlkampf, dem er sich eigentlich auch nicht glaube. Das kommt noch, das kommt noch mit dazu. Die Leute liegen im Krankenhaus. So sieht es in der Republik aus. Prozent und die Innenminister Partei, regieren die darauf nicht ausreichend. Beobachtet wird, sind immer noch deutlich zu viel, sage ich hier ganz deutlich. Ich glaube, dass man sich doch wirklich freuen kann, und das tun wahrscheinlich sehr viele hier in dieser Runde, auch in diesem Land, dass die AfD nicht stärker geworden ist, dass sie verloren hat. Das zeigt ja auch, dass dieses Spalten und Populistische keiner will. So, und es gibt andere Fragen, mit denen muss man sich auseinandersetzen. 10-12%. Und ich glaube, lieber Paul Ziemiak, sich Sorgen um die SPD zu machen, ist ja sehr ehrenhaft. Und ich habe auch immer deutlich gesagt, dass in Baden-Württemberg, das reicht mir nicht, da wollen wir besser werden. Der nächste Schritt ist jetzt aber, dass wir das Angebot machen, in die Regierung reinzugehen. Aber ich freue mich heute, weil es in Rheinland-Pfalz ein sehr gelungener Abend ist. Und das muss man ja auch sich bewusst machen. Vor ein paar Wochen noch waren eure Leute dabei in Rheinland-Pfalz schon, und sich zu überlegen, welche Möbel sie in die Staatskanzlei stellen. Und die SPD um Malu Dreyer hat einen fulminanten Schlussspurt hingelegt. Sie ist für mich die Gewinnerin des heutigen Abends. Und darüber darf man sich an einem solchen Abend auch mal freuen. Und das tue ich. Schauen wir mal auf die nächsten Monate, die Politik im Land prägen werden. Inwieweit glauben Sie, dass die Folgen der Pandemie Ihre politische Arbeit bis zur Bundestagswahl noch prägen werden? Und welches werden die entscheidenden Themen sein, die die Menschen am Ende dann ihre Wahlentscheidung treffen lassen? Ich glaube, das wird das entscheidende Thema jetzt sein. Es geht um Impfen, es geht um Testen, es geht darum, wie kann man die Öffnungen verantwortungsvoll organisieren. Die Menschen sind müde und wir müssen uns jetzt selbstkritisch hinterfragen, wie können wir besser werden, wie können wir schneller werden und wie können wir Entscheidungen pragmatischer auch herbeiführen. Ich appelliere da übrigens auch an alle in der Bundesregierung, vor allem an die SPD, jetzt kein, wie in den letzten Wochen und Monaten, das war zum Teil unerträglich, sich auf Wahlkampf zu konzentrieren, statt sich seiner Verantwortung in der Regierung bewusst zu sein. Wir sind es und heute ist der Wahlkampf zu Ende in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg und morgen geht es ausschließlich um die Folgen der Corona-Pandemie. Aber es war ja nicht nur die SPD, die Jens Spahn dafür kritisiert hat, dass beim Impfen was falsch gelaufen ist, kann Markus Blume gerne was zu sagen. Aber es war auch der bayerische Ministerpräsident, der sehr deutlich gemacht hat, hier muss jetzt mal mehr Tempo rein. Und ich sage dir, lieber Paul Ziemiak, es ist doch ein Problem, wenn man in ein paar Wochen sieht, dass in Israel, dass in Großbritannien, dass in den USA das normale Leben zurückkehrt. Und nur weil wir nicht genug Impfstoff bestellt haben, weil wir so lange brauchen, weil es keine vorbereitete Strategie gab, deswegen dauert das bei uns alles länger. Und es ist ein feiner Unterschied, ob ich einen Wahlkampf mache in der Regierung oder ob ich auf Defizite hinweise und sage, die müssen im Sinne der Bevölkerung abgestellt werden. Die Kritik müssen Ministerinnen und Minister aushalten. Hätte Hubertus Heil das mit der Kurzarbeit nicht hingekriegt, dann hättet ihr das genauso und zwar berechtigt kritisiert. Was natürlich trotzdem eine gewisse Janusköpfigkeit. Wieso wird das denn nicht trotzdem eine gewisse Janusköpfigkeit, wenn Sie einerseits in der Regierung sind und andererseits dann aus der Partei heraus kritisiert? Nein, überhaupt nicht. Es ist eine Aufgabe von Politik, Dinge nicht unter den Teppich zu kehren, sondern sie anzusprechen, da wo sie schieflaufen und dafür zu sorgen. Das ist ja der entscheidende Punkt, dass sie abgestellt werden. Wir haben jetzt einen eng Vertrauten von Olaf Scholz zum Impfbeauftragten der Regierung gemacht. Das haben wir durchgesetzt. Wir haben vorher im Kabinett ja auch immer wieder darauf hingewiesen, dass es besser werden muss. Aber diese Dinge machen wir, damit es besser wird. Aber nochmal, unter den Teppich zu kehren und immer so zu tun, als ob alles gut läuft. Das gibt ist nachher den Populisten gleichzeitig eine hier wird überhaupt nichts unter den Teppich gekehrt. Der Unterschied zwischen CSU und SPD ist, wir wollen, dass die Regierung besser performt und wir schulden das dem Land. Das eint uns ja. Aber aus dieser Regierung raus und ihr zeigt das mit Fragenkatalogen an die Regierung. Darf ich bitte das Wort an Frau Hasselmann? Ich glaube, da haben wir die gleiche Motivation, dass es besser wird. Also ich glaube, wir geben gerade kein gutes Bild ab. Es haben gerade Landtagswahlen stattgefunden und Sie liefern sich hier einen koalitionsinternen Battle. Was soll das eigentlich?
Wir könnten erstmal den Blick wenden nach Baden-Württemberg und nach Rheinland-Pfalz. Da sind mit inhaltlichen Themen Wahlen gewonnen worden. Und zwar mit einer Veränderungsbotschaft. Menschen wollen, dass sich was verändert. In Baden-Württemberg haben sich viele Menschen für Klimaschutz, für Innovation und auch für gesellschaftlichen Zusammenhalt ausgesprochen. In Rheinland-Pfalz für soziale Gerechtigkeit und auch für Klimaschutz. Darüber sollten wir vielleicht mal reden. Und Herr Kolb, da knüpfe ich an Ihre Frage an. Ja, natürlich müssen wir in den nächsten Wochen und Monaten, wird uns die Corona-Pandemie und die Frage, wie bewältigen wir diese Pandemie in dieser schwierigen Phase, in der wir vor einer dritten Welle stehen und gleichzeitig Menschen sich nach Freiheiten und weniger Einschränkungen sehen. Und da kann ich nur feststellen, dass leider die Bundesregierung und die sie tragenden Fraktionen zu sehr auf Sicht fahren. Ja, mich hat eine Nachricht in den letzten Wochen beunruhigt. Da wurde eine Taskforce-Teststrategie eingesetzt mit Andreas Scheuer an der Spitze. Wissen Sie, was das bedeutet? Eigentlich totales Versagen. So, und wir müssen in dieser Pandemie an ganz vielen Stellen einfach mehr Sicherheit, mehr Perspektive und mehr Planbarkeit, vor allen Dingen impfen, impfen, impfen. Das haben wir den Leuten versprochen. Teststrategien, daran mangelt es. Da gibt es viel zu kritisieren. Aber es sind nicht die einzigen Themen. Wir haben große Zukunftsherausforderungen vor uns. Und ich glaube, dass viele Menschen ein Interesse an Veränderungen haben, auch beim Thema Bekämpfung der Klimakrise oder in der Frage des Zusammenhalts und von Gerechtigkeit. Herr Wissing, was werden aus Ihrer Perspektive die Themen sein, die den Bundestagswahlkampf prägen werden? Ja, wir haben ja eine ganze Reihe von Herkulesaufgaben vor uns. Frau Hasselmann, die Grünen sprechen nur vom Klimaschutz. Das ist eine wichtige Aufgabe, aber es ist nicht die einzige. Wir müssen auch die Transformation unserer Industrie hinkriegen. Wir können nicht Klimaschutz um den Preis der Massenarbeitslosigkeit betreiben. Das muss alles parallel funktionieren. Und dazu brauchen wir eine stärkere Effizienz unserer Marktwirtschaft. Ohne eine Steigerung des Bruttoinlandsprodukts nach dieser Pandemie, und zwar eine deutliche. Wir brauchen Wachstumspolitik. Da waren Sie ja immer besonders kritisch. Dann werden wir das nicht schaffen. Und dann werden wir das nicht schaffen. Und es ist auch keine Lösung, so fortzuführen, wie wir das jetzt machen, wo die Wirtschaft in einem großen Maße am Tropf des Staates hängt. Das wird so nicht funktionieren. In der Marktwirtschaft muss die Wirtschaft den Staat finanzieren und nicht auf Dauer der Staat die Wirtschaft. Und deswegen werden wir uns unterhalten müssen über Steuerpolitik. Sie kommen dann mit Vermögenssteuern, mit Sondersteuern und was weiß ich was allem an. Sie werden nämlich die Frage beantworten, wo die Investitionsmittel für die Wirtschaft herkommen sollen. Wenn wir diese Ziele nicht parallel verfolgen, werden wir einen massiven Anstieg der Arbeitslosigkeit bekommen. Wir werden unser Demografieproblem nicht in den Griff bekommen. Und wir brauchen auch eine Modernisierungsschub durch dieses Land. Schauen Sie an, wie rückständig wir im Bereich der Digitalisierung sind. Die Wirtschaftshilfen können nicht fließen, weil Computerprogramme nicht wirklich da sind, nicht Computersysteme da sind, die sicher sind, die schnell sind, die modern sind. Wir verfolgen in der Pandemie Infektionsketten mit dem Faxgerät statt mit modernen Technologien. Das sind die Defizite unseres Landes. Den Bürgern ist ja klar geworden, dass das Land ein Stück weit hinter einer Fassade rückständig geworden ist. Und ein Modernisierungsschub muss durch die Breite der Gesellschaft gehen. Wenn ich mir anschaue, Herr Schindler hören. Herr Wissing hat es doch richtig angesprochen. Wie sollen denn die Faxgeräte in den Gesundheitsämtern denn finanziert werden, wenn Sie gleichzeitig sagen, Sie wollen die Steuern senken, wenn Sie gleichzeitig sagen, wir haben als Staat kein Geld und müssen sozusagen sparen? Gerade bei den Gesundheitsämtern, Sie haben es ja angesprochen, müssen Sie durchfinanzieren, gerade beim Breitband. Sie haben es angesprochen, müssen Sie es durchfinanzieren. Frage das ist aber, ob man nicht, das mit mehr Wachstum finanziert oder durch die banale Idee der Steuerung. Dann müssen Sie gegebenenfalls in den strukturschwachen Gebieten, dort, wo es sich privat nicht lohnt, das Breitband auszubauen, müssen Sie dort staatlich das hinkriegen. Sonst wird das nicht funktionieren. Es ist doch ein Abenteuer, dass wir in der Bundesrepublik Downloadraten haben, die schlechter sind als Albanien. Das ist doch absurd. Ist ja gesichert. Das ist Ihre marktwirtschaftliche Lösung. Schlechter als Albanien. Herr Baumann, werden am Ende in diesem Bundestagswahljahr die sozialen Reparaturfragen dieser Pandemie entscheidend sein oder die Innovationsdynamik Reformen von Herrn Wissing?
Das kann man gar nicht voneinander trennen. Das sind diese beiden Katastrophen, die uns passiert sind hier. Auch jetzt gerade im Zuge der Corona-Krise, dass uns andere Länder vormachen, wie man mit deutschem Impfstoff umgeht. Israel ist schon fast durchgeimpft, Großbritannien, USA. Das heißt, da kann der Lockdown zurückgefahren werden. Die sozialen Nöte werden dadurch zurückgefahren. Es müssen nicht ganze Branchen vor die Wand fahren. Und gleichzeitig kann auch die Grundrechte können wieder zur Geltung kommen. Also wir haben die wirtschaftliche Misere, wir haben die Grundrechte-Misere und wir haben die soziale Misere. Und das haben wir leider dieser großen Koalition zu verdanken in Berlin. Und es wird ja gezeigt durch die anderen Länder, die man nur schauen muss, wie man es besser machen kann. Also desaströser kann es gar nicht sein. Dazu kommt ja noch diese Korruptionsaffäre, die wir gerade haben, die kam ja noch gar nicht genug zur Sprache. Ich habe es mal auflisten lassen. Es sind mittlerweile 8 CDU-CSU-Abgeordnete in Frage, die entweder schon zurückgetreten sind oder mit starken Vorwürfen konfrontiert sind. Das ist die Maskenaffäre, das ist Aserbaidschan. Es gibt ja auf der Straße schon den Spruch jetzt in der Verbindung, wenn Corona alle Geschäfte geschlossen werden, man gar nichts mehr kaufen kann, ein CDU-Politiker kann man immer noch kaufen. Aber dass Sie sich trauen, das hier anzusprechen, ich möchte dazu jetzt mal was sagen. Wie sehr fürchten Sie diese Affären? Naja, dieses Verhalten, dieses schäbige Verhalten, ich will es ganz ausdrücklich sagen, Einzelner, sich hier zu bereichern in der Krise, ist unerträglich. Und da gibt es bei uns eine Nulltoleranzpolitik. Und wir sind da in aller Härte gegen vorgegangen. Warum nicht früher? Aber rechtzeitig. Sobald wir es erfahren haben, es hat 48 Stunden gedauert, bis von dem, was wir erfahren haben, bis zur Mandatsniederlegung. Frau Strenz, weiß man seit 2 Jahren. Bis zur Mandatsniederlegung und dann auch dem Austritt aus der CDU. Aber Sie haben natürlich also ein Defizit. Beim Lobbyregister war die Union sehr schwer. Jetzt müssen wir mal die Themen ein bisschen unterscheiden und nicht alles miteinander so vermischen, dass man nicht mehr redlich darüber spricht. Also, dort, wo Menschen sich, Abgeordnete sich bereichert haben, null Toleranz und das hatte Konsequenzen. Und wir sprechen jetzt gerade übrigens mit unserem Koalitionspartner über die Frage des Lobbyregisters. Ich habe schon immer gesagt, ich bin dafür, dass es ein solches Register gibt. Wir sprechen gerade über die Ausgestaltung und deshalb finde ich, wir haben in den letzten 2 Wochen gesehen, wie viel Gegenwind es da gab, gerade für die Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Und das tut mir leid. So viele haben sich so engagiert und mussten dann gerade stehen für die Verfehlung Einzelner. Finden Sie da zueinander bei diesem Lobbyregister, die Verhaltenskodex, der von der CDU vorgelegt wurde, also bis erst ab 100.000 Euro Nebeneinkünfte? Also, wir sind da, finde ich auch. Ich finde gut, dass die Union sich jetzt unter dem öffentlichen Druck bewegt. Wir wollten das ja schon länger, aber das Lobbyregister müssen wir jetzt hinkriegen. Was nicht gehen wird, ist, dass man Nebeneinkünfte, so wie die Union das vorschlägt, erst ab 100.000 Euro auf den Cent macht. Das finde ich ist ein Witz. Für uns ist völlig klar, Nebeneinkünfte müssen vom ersten Cent an, müssen die völlig transparent auch nachvollziehbar sein für die Wählerinnen und Wähler. Und ansonsten, wenn die Union sich da bewegt, dann kriegen wir da was hin. Und das muss auch jetzt schnell passieren. Ja, also ich bin mir sicher, wir finden da zueinander. Es gibt ja von uns viele Vorschläge, auch das Verbot von Spenden direkt an Abgeordnete, dass man auch die Abgeordnetenbestechung zum Verbrechenstatbestand erklärt. Das alles fordern wir. Die Punkte haben wir vorgelegt, die diskutieren wir gerade mit der SPD. Es gibt auch noch andere Themen, zum Beispiel die wirtschaftliche Betätigung von Parteien. Da fände ich, das muss nicht sein. Parteien müssen sich nicht wirtschaftlich betätigen, sondern sie haben eine ganz andere Aufgabe. Über das diskutieren wir gerade und dann kommen wir zueinander. Das werden wir in dieser Woche erleben. Wie beim Wort. Das war diese kurze Berliner Runde am ersten Wahlabend des Superwahljahres 2021. Einem Jahr, das politisch kaum kalkulierbar scheint. Vielen Dank für Ihr Interesse. Vielen Dank an unsere Gäste. Und damit zurück ins Wahlstudio zu Bettina Schaust und Matthias Vornhoff und den neuesten Zahlen.